Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back mit einem Release-Info-Video zu Tekken, könnte man sagen. Und zwar folgendes, das DLC 13, es gibt bestimmt genug englische Videos darüber. Ich mache das jetzt für die deutsche Community. Und hier werde ich euch genauer erklären, was dieses DLC 13 Frame Data Display eigentlich ist. Dann fangen wir mal gleich an. Und zwar ist es ein Feature, das es bisher noch nie in Tekken gab, es jeder in Tekken haben wollte, aber Harada, der Gründer, der Erfinder von Tekken, gesagt hat, ich will das nicht drin haben, weil die Leute dann das zu ernst nehmen, beziehungsweise denken, wenn sie das nicht wissen, kennen, können sie das Spiel nicht spielen, und das wollte er nicht, deswegen hat das, also so hat er es damals erklärt gehabt, warum er das nicht included haben wollte. Jetzt ist es aber drin, so ist wie es in den anderen Fighting Games auch drin ist, aber sogar mit noch ein bisschen mehr. Und jetzt fangen wir mal genauer an, das war jetzt glaube ich genug der Erklärung. Links, das Bild links. Was da genau steht, weil das so ein bisschen verpixelt ist, das sehen wir gleich. Nur damit ihr einen Unterschied sehen könnt, es gibt zwei verschiedene Versionen von dem ersten Feature. Das erste von diesem Frame Data Display ist das Detail Display. Das zweite ist das Simple Display auf der rechten Seite. Was jetzt genau was ist und worin der Unterschied liegt, dazu kommen wir gleich. Ich will nämlich, dass es hinten im Video mitbeglitten wird, so wie ich immer sage. So, da sprühen wir ein bisschen vor. Hier. Da haben wir auf der einen Seite links Paul und auf der anderen Seite Sabina, und damit wird das gezeigt. Da war noch irgendwie Hintergrundgelaber auf Japanisch und so weiter und so fort dabei, aber das habe ich jetzt rausgeschnitten. Mit dem Audio natürlich, weil das müsst ihr nicht hören. So, hier sehen wir jetzt Player Frame Info. Das ist in diesem Bereich mit dem Opponent Frame Info das, was dann neu dazugekommen ist. Also das für den Player ist für euch und das für den Opponent ist für euren Gegner. Ganz einfach. Das steht jetzt erstmal auf Hide, damit es nicht angezeigt wird. So, was könnt ihr jetzt machen? Ihr könnt auf Detail Display gehen. Dann habt ihr, wie das vorherige Bild schon gezeigt hat, links den Detail Display mit dieser Anzeige und rechts das mit diesem Rot-Blau, wenn ihr auf Simple Display geht. So, da wird jetzt erstmal der Detailed Display angezeigt und hier könnt ihr sehen die Startup Frame von einem Move, die Frame Advantage, was euch der Move bringt, in welchem Status ihr nach diesem Move seid, und die Distance. Über die Distance habe ich noch nicht so viel Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, also ich weiß schon, dass es eine Rolle spielt, aber dass man das so maßgenau eingeben muss, das verstehe ich nicht. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht so krass darauf eingehen. Nur by the way, weil ihr euch wundern werdet, warum wechselt diese Anzeige ständig. Sabina hat so eine Stance, in der sie sich so hin und her bewegt, während sie steht. Deswegen wird das abgeändert die ganze Zeit. So, 1-2 von Paul. Gehen wir mal zurück. Na komm. 1-2 von Paul. Ein 10er Punish ist minus 1. Und deswegen, weil es im Minusbereich ist, wird es rot angezeigt. Der Gegner ist dann natürlich plus 1. Und deswegen wird es hier in blau angezeigt. So. Schulter minus 16, ab 15 ist Launch. Und der Gegner ist plus 16 in blau. Ganz normale Anzeige, und oben bei der Startup sieht man, wie lange braucht man, um diesen Move auszuführen. Das heißt, wenn jemand minus 12 wäre, könnte man von minus 12 bis minus 13 mit diesem Move punishen. So, das ist die allgemeine Anzeige. So, warum ist dieses Ding so wichtig? Ganz einfach. Wie gesagt, früher gab es es in Tekken nicht.
was man machen musste, um das rauszufinden, wenn man interessiert genug daran war, vorbeizugehen. Apps oder Internetseiten aufrufen, nachschauen, welcher Charakter, welcher Move und dann die Eigenschaften. Dann in Practice Mode gehen und austesten. Das musste man bis jetzt immer machen. Und das war... Oh Gott, das ist eine Heidenarbeit. Ich bin gerade bei diesem Punkt angekommen, wo ich genau das hier lernen muss. Weil es ist einfach wichtig, wenn man auf Turniere geht zum Beispiel, auf Turnieren Tekken spielt, dann ist sowas übertrieben wichtig zu wissen. Oder wenn man einfach nur Bescheid wissen sollte, wo man reindrücken darf und wo nicht. Weil wenn man einfach nur drückt und... Ja, ich bin zwar minus 16, aber ich hau jetzt trotzdem rein. Oh, ich wurde gerade zuerst getroffen. Warum denn? Für sowas ist das auch da. So. Und zwar gibt's hier jetzt zwei Sachen, die man bemerkt. Erstens die zwei Farben, blau und rot. Wie ihr schon vorhin gesehen habt, bei dem Detailed Display wurde das auch in blau und rot angezeigt. Blau bedeutet, dass man im Plus ist. Rot bedeutet, man ist im Minus. Das soll... Warum ist es jetzt als simpel dargestellt? Ganz einfach, weil es die Leute, die jetzt nicht zu tief in diese Materie eintauchen wollen, einfach nur zeigt, okay, solange ich blau bin, darf ich drücken, was ich will. Wenn ich rot bin und der Gegner drückt direkt danach was, dann wird er wahrscheinlich zuerst treffen. Und nur allein dieses Signal hindert sozusagen die Leute, also sollte es, wenn man es ernst genug nimmt, zu mashen, weil das habe ich auch in meinen älteren Tekken Tutorials erwähnt, wenn man Minus ist, ganz einfach, wenn man Minus ist, ist dein Zug vorbei, der Gegner ist dran. Solange du im Plus bist und Plus bleibst, kannst du reindrücken, wie oft du willst eigentlich. So, und das hier veranschaulicht das ganz simpel, wobei es hier nicht nur Rot und Blau gibt, sondern Dunkelrot, Dunkelblau, Hellrot und Hellblau. Warum? Forward 1 plus 2. Okay, und jetzt... Ich brauche noch einen anderen Move. Da, hier. Mit der Schulter. Die ist minus 16. Deswegen ist Paul hellrot. Weil das bedeutet, er ist stark im Minus. Wenn er leicht im Minus wäre, wie jetzt bei 1-2 Point, wäre er dunkelrot. Auf der blauen Seite ist es genau andersrum. Ist man stark im Plus... Ist man hellblau? Ist man leicht im Plus? Ist man dunkelblau? Genau hier könnt ihr das nochmal sehen. Das ist zuerst verwirrend, aber man gewöhnt sich irgendwann mal dran. Hier werden die Sample-Kombos angezeigt. Diese waren früher Teil der Move-Liste, meistens ganz unten. Ganz einfache Kombos. Jetzt wurde das... Also es wurde separiert, es wird jetzt nochmal extra angezeigt, weil es detaillierter dargestellt wird. Und zwar so, mit jeweils 1, 2 und 3 Sternen, das beschreibt den Schwierigkeitsgrad. Das ist zwar jetzt nicht das eigentlich hier, worauf ich hinaus will, also beziehungsweise wieso ich dieses Video eigentlich gemacht habe, aber weil es hier drin ist, erkläre ich es trotzdem. Wie gesagt, Stern je nach Schwierigkeit. Und was soll das Ganze jetzt bringen? Wenn man jetzt irgendwie 3x3, also es sind insgesamt mehr. Und jetzt nochmal die Frage, was soll das Ganze bringen? Folgendes. Wenn ein Spieler, der sich gerade einen neuen Charakter aussucht und vor allem nicht so viel Ahnung von Tekken an sich hat, einen Charakter ausprobieren will, wie zum Beispiel jetzt Paul, kann er hier reingehen, sich die Sample-Kombos angucken und schauen, okay, was ist, wie krass muss ich sein, damit ich das Einfachste, das Mittlere und dann wie krass muss ich sein, dass ich die schwersten Sample-Kombos drauf habe. Und damit man jetzt nicht nur einen eintönigen Eindruck hat, gibt es davon natürlich noch mehr. Und dann kann man sagen, okay, von der Execution her, ist das mein Charakter oder ist das nicht mein Charakter? Das ist mir irgendwo zu viel, das ist irgendwie zu wenig. So, dass man so diese... allgemeine Idee davon bekommt, was sind so seine Standard-Launcher, was sind seine Standard-Juggles, seine Standard-Tailspin-Moves, seine Standard-Carries, seine Standard-Combo-Ender. Nur damit man so diesen Gesamteindruck in einem kurzen Überblick hat. Dafür sind diese Dinger jetzt da, damit man leichter sagen kann, okay,
das könnte mein neuer Charakter werden oder Zweitcharakter oder auch nicht. Als nächstes gehen wir ins Punishment Training. Das hier ist auch ultra wichtig und es passt perfekt zu der Frame-Data-Anzeige, die wir vorhin gesehen haben. Und zwar gibt es hier zwei verschiedene Modi. Begin Training Normal und Begin Training Hard. Und zwar ist es so, vom gegnerischen Charakter gibt es eine Liste von den meistbenutzten Moves. Man kann auswählen, welche benutzt werden sollen und welche nicht. Und jetzt zuerst zu Normal. Es ist so, je nachdem welchen Move ihr ausgesucht habt, wird von der Reihenfolge von oben nach unten aus dieser Move vom Gegner ausgeführt. Dabei seht ihr mit diesem komischen Target jetzt hier mit diesem Fadenkreuz oder wie man Zielding halt, wie man das auch nennt, wo der Move genau trifft, denn in der Mitte gelb ist mit, oben ist so dieses rote, das ist high und unten low ist halt blau. Es gibt auch noch green mids, die werden wahrscheinlich auch angezeigt, die habe ich ja in meinen früheren Tutorials erwähnt. Und hier ist es jetzt so, ihr seht diesen Gegner den Move machen und oben seht ihr dann den perfekten Punish eures Charakters gegen den Move, den der Charakter gerade macht. Habt ihr das erfolgreich ausgeführt, bekommt ihr oben so eine Anzeige, da steht da Great drauf. So, und das Ding ist, bei diesem Easy Mode, dass er jetzt von oben nach unten komplett in der Reihenfolge dieser Liste durchgeht, aber was auch noch ultra gut ist und wirklich, wenn ihr ein Level weiterkommen wollt, solltet ihr das auch benutzen. Dieses Great von wegen erfolgreich wird euch nicht nur angezeigt, wenn ihr mit dem jeweiligen Punish es geschafft habt, den Gegner zu punishen, sondern weil das jetzt zum Beispiel 1-2 war, das ist ein 10er Punish. Wenn ihr irgendeinen anderen 10er Punish hättet und ihr würdet den gegnerischen Move mit dem anderen 10er Punisher punishen, dann würdet ihr trotzdem das erfolgreich bekommen, obwohl es nicht der angezeigte Move ist, weil ihr es immer noch mit einem 10er gepunished habt. Das ist so ultra gut. Das heißt, ihr müsst euch nicht nur, also ihr könnt erstmal anfangen, euch an diese Regeln zu halten und dann zu gucken, okay, gibt es noch irgendwelche Moves, die sind auch minus ein 10er Punish, ein 11er Punish, ein 12er Punish. Und probiert dann diese aus und trotzdem, obwohl es nicht der vorgegebene Move ist, wird hier euch die Bestätigung angezeigt. Das ist super gut. So, und wenn wir dann zu diesem Hard Mode übergehen, dann ist das ein bisschen schwieriger. Und zwar passiert da folgendes. Der Move, mit dem ihr punishen sollt, wird nicht von Anfang angezeigt. Warum? Weil es bei der harten Methode nicht mehr von oben nach unten geht, sondern hin und her, also random. Der Computer nimmt sich irgendwelche Moves, die ihr ausgesucht habt, und einfach random, ohne die Reihenfolge von oben nach unten durchzugehen, haut er sie raus. Und ihr müsst dann, erst dann, wenn ihr seht, welcher Move das on Block ist, könnt ihr natürlich punishen. Deswegen kommt auch erst dann diese Anzeige. Was super, ultra, mega gut ist, weil zuerst könnt ihr Easy Mode durchmachen und zwar so lange, bis ihr das im Schlaf könnt. Und dann könnt ihr eure Reaktion testen, weil ihr dann sagen könnt, okay, ich weiß jetzt mittlerweile, mit welchem Move ich welchen Move punishen soll. Und jetzt teste ich, ob ich das jetzt so direkt benutzen kann, ohne dass es mir vorgegeben wird. Also aus dem Nichts. Einfach Reaktion testen. Weil das braucht man ja im eigentlichen Spiel. Ob man dann gegen Freunde spielt, ob man online spielt, ob man im Turnier spielt. Darauf kommt es ja an. Man muss ja auch noch realisieren und dann schnell genug reagieren können. Und deswegen ist dieses Training so ultra gut. Deswegen ist dieses Feature so ultra gut. Wie gesagt, ihr trainiert zuerst, was soll ich benutzen, gegen was. Und dann trainiert ihr,
wie schnell muss ich es einsetzen, wie krass muss ich reagieren. Also das, ihr kriegt es richtig in euren Kopf rein. Das ist so ultra gutes Training. Ich kann es nur wiederholen, wie gut sowas eigentlich ist, weil ihr das dann praktisch fürs eigentliche Match schon im Practice-Mode trainieren könnt. Ja, bevor wir zum letzten Punkt gehen, erkläre ich euch jetzt nochmal genau, weil das war wahrscheinlich zu wenig, warum ist das so wichtig? Folgender Grund, also wie gesagt, für Anfänger und so weiter, für Leute, die neu reinkommen, um zu verstehen, wie dieses Spiel eigentlich funktioniert, was da eigentlich abgeht, dass es nicht nur simples Gedrücke ist und dass man auch nicht damit davonkommt, wenn man einfach nur immer eine Taste drückt und denkt, ja, ich drücke ja ganz schnell immer nur eine Taste, deswegen werde ich auch immer als Erster treffen. Bullshit. Funktioniert so nicht. Hier wird euch gezeigt, warum. So, warum ist es für Spieler, die etwas höher vom Level sind, so wichtig? Wie jetzt zum Beispiel, also ich sehe mich jetzt nicht als den Ultimate Pro Player, aber warum ist es für mich so ultra gut und so ultra wichtig? Ich bin mittlerweile auf dem Level, ich muss die gegnerischen Attacken lernen. Also, wie viel sind die die Frames von denen einfach, sage ich jetzt mal so. Und es ist ziemlich schwierig, vor allem bevor dieses Feature jetzt noch rauskommt, immer einen Charakter zu nehmen, weil ich ja mehrere spiele. Ich spiele ja alle Mishimas. Die Punisher, mit denen habe ich mittlerweile drauf. Aber dann vom Gegner zu wissen, okay, ich nehme jetzt den Charakter, ich nehme jetzt den Move, wie viel ist der On-Block, wie viel Startup hat der, wie viel Recovery hat der und so weiter und so fort. Und das immer von selbst aus nachzulesen und dann immer zu gucken, wird dieser Move eigentlich genutzt, wird dieser Move eigentlich nicht genutzt. Und es dann nicht nur für einen Charakter zu machen, sondern für so gut wie alle Charaktere. Das ist übertrieben viel Arbeit. Es ist übertrieben viel Arbeit und es ist anstrengend, es ist sogar manchmal langweilig, wenn man sich so denkt, so, boah, dieser Aufwand und so weiter und so fort, da fehlt einem echt der Reiz dazu. So, jetzt aber, muss man durch den ersten neuen Mode nicht mehr auf Apps und Internet zugreifen, man hat es im Spiel drin. Man braucht auch keine extra Software auf dem PC wie Tekken Bot Prime mehr. Es ist in dem Spiel drin. Man muss nichts aktualisieren. Das wird dann im Spiel selbst gemacht. Es wird in jedem Trainingsmodus benutzt. Also nicht nur in Practice Mode, sondern auch im Warm-Up Mode. Habe ich gehört, kann man das dann benutzen. Man muss nicht mehr die Top 10 Moves von den Charakteren rausfinden, weil man die Liste schon vorgegeben hat. Man kann sie zuerst zum Erbrechen auswendig lernen und dann die Reaktion drauf lernen. Und dann, wenn man das durch hat, nochmal gucken, was ist, wenn ich richtige Punishers, aber andere als vorgegebene benutze. Wie funktionieren die? Dieses Komplettpaket, was man dafür braucht, vor allem wenn man gut im Turnieren sein will, ist hier drin. Und vor allem, weil das visuell hier so leicht angezeigt wird, ist dieser Reiz wieder drin. Man hat nicht mehr dieses Gefühl, oh, reingehen, oh, Move kontrollieren, oh, Move ausprobieren, oh, dies, das. Nein, man geht rein, man schaltet ein, man macht fertig. Das ist so super gut. Es ist das Beste, was Tekken 7 je passieren konnte, wirklich für jedes Level. Daher ist es so ultra wichtig, weil gerade dieser schwierigste Punkt von Lernen in Tekken wurde hier ultra einfach gemacht. Das, was den meisten Leuten am nervigsten und am schwierigsten ist, wurde hier ultra vereinfacht. Dafür mein Respekt. Jetzt fehlt mir nur noch die Jukebox für PC und ich bin wunschlos glücklich. Und jetzt gehen wir rüber zum letzten Feature, was ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, ich hätte es nicht erwartet. Dieses Frame-Ding ist schon genug. Und zwar passiert hier jetzt Folgendes. Das habe ich jetzt rausgeschnitten gehabt, weil es im Endeffekt der gleiche Kampf zweimal ist. Die haben jetzt einen ganz normalen, ich glaube es ist sogar PC gegen PC. Oder es war ein vorgeplanter Kampf. Wie ihr gleich sehen werdet. Wurde ein Kampf gemacht und dieser wurde jetzt aufgenommen und wird abgespielt, weil jetzt dieses Replay-Mode
gezeigt wird. Dieses Replay-Mode ist aber nicht nur eine einfache Wiederholung, wie jetzt zum Beispiel bei Tekken Tag 2, sondern es beinhaltet auch noch verschiedene Features. Und die seht ihr jetzt und jetzt werdet ihr staunen. Und zwar folgendes. Das hier ist nicht Editing von den Machern, die dieses Video präsentieren. Das ist Actual In-Game Content. Das hier ist im Spiel drin. Der Gegner, Paul, wir haben ja vorhin gesehen, der Move ist minus 16. So, und der erste Spieler benutzt Horlang. Jetzt, wo er die Schulter gemacht hat, sagt das Spiel, hey, der hat die Schulter gemacht, einfach so. On Block, die ist minus 16. Das heißt, du kannst mit deinem Charakter jetzt mit einem 16er Move dieses Ding punishen, beziehungsweise Launch punishen. Und weil du Horlang benutzt, wird der ideale Punish dafür sein Back 3 wie oben angezeigt. Oh mein Gott! Wie gut! Wie geil ist das? Das ist... Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Das ist mehr als man sich wünschen, das ist viel zu gut. Man kann jetzt gegen Freunde spielen, man kann online spielen, man kann irgendwie zocken und dann sich im Endeffekt fragen, weil es das hier ist ziemlich schwierig, es ist ultra schwierig, sich selbst einzuschätzen, zu sagen, war ich jetzt gut, war ich jetzt schlecht, habe ich jetzt alles richtig gemacht, habe ich jetzt alles falsch gemacht. Man kann das nie sagen, man fragt immer jemanden, ey, kannst du mal gucken, hast du Verbesserungsvorschläge, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht, gibt es noch etwas, das ich nicht kenne und so weiter und so fort. Jetzt, hier, damit, kann man sich selbst studieren, sozusagen. Man spielt gegen einen Kumpel, man spielt sonst was, nimmt's auf und guckt sich an und dann sieht man, ah, Schulter, Mist, ich hätte es Launch punishen können, der hätte einen kompletten Combo kassiert und ich hätte wahrscheinlich die Runde dann dadurch gekriegt. Wieso ist es mir nicht früher eingefallen? So analysiert man das Spiel, so analysiert man sich selbst. Dieses Spiel gibt euch Tipps, wie ihr optimal etwas punishen könnt, nachdem ihr euren Fight hattet und somit könnt ihr euch selbst verbessern. Das ist so ultra dumm gut. Jetzt, da dieses Ding rauskommen wird, was wird es in der Tekken-Welt ändern? Also erstens, wie schon gesagt, dieser schwierigste Bereich, in dem man drin ist, von wegen man Frames lernen muss und Timing und Reaktion und alles, wurde hier ultra vereinfacht, dass man gerade ist in diesem... Also die waren sich bewusst, was das Schwierigste in diesem Spiel war und haben es genau deswegen eingefügt, vor allem weil die Fans es unbedingt wollten, von wegen hier, nimmt das, damit gerade dieser schwierigste Teil von allem euch leichter gemacht wird. So wie weit man dann kommt, ist dann eigene Verantwortung so. Aber sie haben dieses Problem gesehen und sie haben was dagegen gemacht. Und jetzt dadurch, was ein zweiter Punkt ist, ist, dass jetzt diese Anfänger, die, auch die Spieler, die neu reinkommen, ja, dieser Bereich von wegen, ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert, ich weiß nicht genau, was ich wo machen soll und wieso und bla bla bla, dieser Raum wird jetzt immer kleiner. Die Entwicklung von kompletter Anfänger zu, ich weiß wenigstens etwas über dieses Spiel, die wird sich jetzt komplett verändern durch dieses Feature. Dieser Anfängerraum, der wird jetzt immer mehr und mehr schrumpfen, immer mehr Leute werden schneller Ahnung von diesem Game haben. Früher, weil es sowas nie gab, weil sowas immer anders war und dann vor allem, als es dann online mit den Updates ging und es immer wieder Veränderungen gab, es hat immer viel Zeit gebraucht, dass man sich selbst weiterentwickelt, besser wird. Weil man zuerst sehr viele Informationen sammeln muss, diese verarbeiten muss und dann erstmal lernen muss, diese einzusetzen. Aber jetzt, vor allem damit, da man jetzt gar keine externen Quellen mehr braucht, weil das alles in-game ist, wird dieses Level automatisch schrumpfen und weil dann so viele auf den gleichen höheren Rängen, sage ich jetzt mal, sein werden, werden diese gegeneinander spielen, diese werden dann noch mehr
Gebrauch von diesen neuen Tools machen. Was habe ich wo nicht richtig gepunished? Video angucken, was habe ich wo falsch gemacht? Und werden dann noch eine Stufe weitergehen, dass dieses Level Up sozusagen, dieses Höherkommen, dieses Besserwerden viel schneller gehen wird als in den letzten 10, 20 Jahren. So, das war's dann im Endeffekt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, welche Nachricht ich euch hiermit überbringen wollte. Und es wird richtig krank gut sein. Habt Spaß am Tekken. The Blue Gangster is out. Peace, YouTube World.